Herzlich willkommen bei Minecraft, einem kleinen Let's Show, so ein kleines Projekt, was ich mir gegönnt habe in der Freizeit. Und so inspiriert bin ich worden von ElterPro. Der hat in seinem Video ein automatisiertes Kraftwerk oder ein realistisches Atomkraftwerk vorgestellt. Das Video ist vom September 2012, also auch schon ein bisschen älter. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und habe das nachgebaut und wollte euch jetzt zeigen und wollte auch wissen, was ihr davon haltet in den Kommentaren und wo ihr Verbesserungen sehen könntet, also wo man was verbessern könnte. Dann gehen wir mal los. Hier ist der Vorraum, hier ist sozusagen die Anlieferzone von den Ressourcen. Hier in den Diamond Chests. Die sind halt wirklich für die Größe enorm groß im Inneren, also man kann da enorm viel speichern. Hier oben haben wir Duplicator. Die gibt es nur im Creative Mode, also an und für sich kann man die nicht craften, wurde mir gesagt. Hier poppt auch kein Rezept auf, wenn man es aufrufen will. Und die sind dafür, dass man diese Ressourcen duplizieren. Das soll also die Anlieferung von Waren simulieren. Das können wir alles dann vom Kommandozentrum hinten steuern. Die kommen halt dann hier in die Chests. Die Gold Ore Gates, was überall die draußen zeigen an, ob die Kiste voll oder leer ist. Da tönt dann halt ein Alarm. Im Wireless Transmitter habe ich dementsprechend auch die Frequenzen alle benannt und zugeteilt und ich weiß, was ist in der Zentrale. Das zeige ich auch dann später in der Zentrale. Wir machen jetzt einmal einen kleinen Rundgang. Dabei erzähle ich euch, welche Minecraft-Version ich verwende und. Und dann drehen wir die Anlage rauf. Also ich habe sie vorhin kurz getestet und jetzt machen wir dann einen großen Durchlauf einmal. Also wir können nicht nur Single-Uranzellen, also normale Uranzellen produzieren, sondern auch Dual- und Quad-Uranzellen, also doppelt und vierfache. Und auch bei den Cooling-Einheiten können wir uns auch die 60K-Zellen craften, das heißt die großen. Ja, so, die coolen Cells. Ich habe das Spiel auf Englisch, ja, ich habe es nicht auf Deutsch umgestellt, ich mag es auf Englisch irgendwie mehr. Das stimmt hier auch nicht mehr, also hier sind die Kisten auch beschriftet, wo was reinkört. Kupfer brauchen wir für Kupferplatten, für dann die Dual- und Quad-Uranzellen und auch für die Cooling Cells. Ich mache hier wieder Goldohr mit leer oder voll, dann halt auch Redstone-Signal ausgebend zum Send und Transmitter und dann hinten in der Zentrale ist auch der Empfänger, der dementsprechende. Hier haben wir auch oben welche, das sind die für die Ressourcen, das kann man alles hinten steuern. Und das stimmt auch nicht mehr zu den Water Cells nochmal. Hier können wir auch Buckets, also Wassereimer und Wasserfläschchen reingeben. Das sollte ich vielleicht noch umbenennen. Das Kraftwerk ist noch nicht so ganz fertig. Es fehlt noch ein bisschen was, aber im Moment funktioniert es schon recht gut. Hier sind wir jetzt in der Produktionshalle. Hier kommen halt die, wenn man halt die Produktion hinten aktiviert, hier die kommen hier die Ressourcen durch, werden dann eben dementsprechend auch weiterverarbeitet. Strom kommt alles von unten, vom Keller, das zeige ich euch dann noch. Zum Beispiel ein Kompressor, Furnace mit Upgrades. Auch wieder in die Diamond Chests, bietet halt den meisten Platz. Denn hier die einige Engines, hier sind Redstone Engines, die explodieren halt nicht, das ist das Schöne. Auch wieder mit Gold Gates, die rennen immer, damit die Produktion nicht warm laufen muss, sozusagen, sondern wirklich schneller geht dann. Eben mit Gold Ore, Engine Blue, Green or Yellow und dann Redstone und halt das letzte lässt man frei. So bewahrt man die auch vom Überhitzen. Sieht man, die sind schon ziemlich an der Grenze. Aber das rennt schon ewig. Die explodieren zum Glück nicht. So. Hier mal, ich gleich mal den Rest und dann erkläre ich schon das Einzelne. Also hier die Produktion. Dann hier dementsprechend auch überall Autocraft Tables. Da ist auch überall noch das Rezept drin. Das muss auch drin, das ist wichtig, damit es auch funktioniert. Das habe ich jetzt später herausgefunden, also ich spiele Minecraft schon länger, aber erst nicht, erst seit kurzem diesem Mod-Package. Also das ist das Take It Light Mod-Package mit 76 Mods.
Minecraft-Version ist 1.47 oder 1.47 und somit mit Industrial Craft und Buildcraft kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber bin halt noch ein bisschen Neuling dem und lerne auch dementsprechend. Und das habe ich auch herausgefunden, dass ich zum Beispiel die Auto-Crafting-Tables automatisch aus den Drohnen bedienen kann. Das hat mir die Arbeit enorm erleichtert. Und ich habe das auch probiert, so platzsparend wie möglich zu bauen. Ich habe das auch schon zweimal wieder umgebaut, damit es hier kleiner macht und zusammenschiebt. Aber im Moment möchte ich es so lassen, jetzt, weil ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wo ihr Verbesserungen halt seht. So, ich habe hier ein Loch frei in der Decke. Hier geht's. Und hier geht es nicht offiziell rauf, aber hier kann man hochfliegen zur Kommandozentrale. Hier hat man dementsprechende Alarme, Warnsignale und auch hier kann man alles steuern. Reaktor ist immer deaktiviert natürlich. Gehen wir mal nach unten schnell weiter. Die Pipes hier in der Decke, die nach hinten hier führen und dann jetzt dann hier hoch. Hier die Transport Pipes. Also die sind dafür gedacht, dass man einerseits die Sachen zum Atomreaktor bringt und andererseits habe ich hier auch einen kleinen Überladungsschutz eingebaut hier. Wenn das voll ist, aktiviert sich das Redstone-Signal und dann eben ertönt ein Alarm in der Zentrale und der Motor geht an und pumpt dann die Sachen hier raus aus der Kiste, aus der Chest. Aus der. Die ist halt noch leer. Und hier habe ich noch extra zugeschalten überall solche Receiver mit Motoren, auch wieder Redstone-Motoren, wo man halt dann auch zentrale eigene Transportwege automatisch aktivieren kann oben, dass die Kisten nicht überlaufen oder dass man sie schneller leer kriegt dann wieder. Das Ganze ist so aufgebaut jetzt hier, dass man in der Kommandozentrale das einzelne steuern kann. Sprich, man sagt zum Beispiel, ich will nur einzelne Uranzellen, also Single-Core-Zellen, dann gehen nur hier die Pumpen an hier, Uran, also muss man halt alles eigentlich schon aktivieren oben. Das zeige ich euch dann noch. Also es gibt halt hier Uran, dann hier geht das Zinn, hier nochmal Zinn und hier hinten eben das Wasser. Hier hinten das Wasser eben auch wird geteilt im Bucket, Bottle und Cell. Die Cell kommt gleich hier in die Kiste, ja, da bedient sich der Autocraft Table. Hier oben wird das dann nochmal geteilt. Eine Kiste, das Problem ist halt dementsprechend hier bei den Buckets und Bottles, die stacken nicht übereinander. Also bei den Cells geht es ja, die stacken 64er Stacks und die Eimer und die Flaschen stacken nicht. Das ist halt schwer, weil da kann man mit den Pipes nicht wirklich arbeiten direkt und das ist mit Kisten wesentlich einfacher. So, das Einzige, was hier jetzt noch fehlt, was mir vorher aufgefallen ist, ist hier irgendwie ein Abtransportweg für die Eimer. Hier bleiben irgendwie Eimer über. Jetzt, die habe ich schon rausgenommen vorher, hier bleiben diese leeren Buckets über. Muss ich noch schauen, wie ich das dann regle. Ja, das geht dann halt weiter, die 10K-Zellen, Coolant Cells, die gehen dann in diese Kiste hier. Und die kann man dann auch dementsprechend hier aktivieren, zum Abtransportieren und dann zum Hochbringen. Oder man aktiviert dann eben, sagt man mit Dual, also die höheren, also die 30K Coolant Cells und aktiviert dann hier auch über den Keller die weiteren Produktionsmaschinen, sagen wir es mal so. So, es ist übrigens sozusagen mein erstes Let's Play, Let's Show, wie man es halt nennen mag jetzt. Ich habe halt schon Videos öfter gemacht, aber nicht sowas halt. Also keine Let's Plays oder Let's Shows. Und das ist ein bisschen Neuland für mich noch. So, jetzt hier der Keller, trist und öde. Hier sind die Stromleitungen auch zu den entsprechenden Öfen oder zu den Kompressoren. Hier auch wieder Transceivers, eben auch genannt nach Copper, also Kupferproduktion. Also jede Frequenz hat einen Namen, dass man es wirklich ordentlich auseinanderhalten kann. Das geht halt hier hoch und da oben ist halt dann der Motor und der aktiviert sich dann nämlich, wenn halt natürlich das Signal kommt von der Zentrale. So, hier müssen wir jetzt noch rundherum gehen, auch hier wieder. Öfen, das sind die, die das immer rennen. Hier die Öfen. Da sind noch 4 drin, wir brauchen 8 Stück für die Dense Copper Plates. Und hier rennen noch diese Redstone-Signale, also dieser Redstone-Kabel, so
Rennen an der Decke, das sind die Red Alloy Wire. Man kann die auch in isolierter Form nehmen. Moment, so. Hier Red Alloy Wire oder eben Insulated Wires in verschiedenen Farben. Vorteil ist hier halt, das sieht man dann auch oben bei beim Reaktor, verknüpfen sich nicht miteinander. Und durch das Licht ist alles zentral geschalten über die Zentrale. So, hier dasselbe nochmal. Hier ein bisschen mehr Receiver zum Empfangen, eben dass die Motoren angehen. Hier MFSUs, sind wir, ich beziehe den Strom teilweise von Solarzellen, von High Voltage Solar Arrays. Und die sind eigentlich jetzt alle voll. Ja. Ja, der ist leer. Also unsere Maschinen fressen doch ein bisschen Strom, wenn sie in Produktion sind. Hier noch ein Geothermal-Generator, so für Lavazellen, für Notfälle. Und hier geht dann das Glasfaser rauf, das Zeichen zu den Solarzellen hinten. Hier nochmal MFSUs, die sind leer. Da ziehen im Moment die Maschinen extrem dran, bis auf der. Wobei das auch hier in Schleife geht, das heißt, es geht hier vor und dann wieder zurück in Schleife. Damit man halt auch hier wirklich Strom rein, oben und dann hier bei den entsprechenden Punkten auch den Strom rauskriegt. So. Dann gehe ich mal hier aus dem Keller raus. Da wird halt, glaube ich, auch nicht mehr viel gemacht im Keller. Vielleicht noch einzelne Produktionswege, vielleicht nach unten verlegt. Aber das war es dann auch. In so einer Creative Map, wo ich halt so Plans, also Flachland gewählt habe, ist halt nur mit 3 Block Tiefe. Das ist nicht wirklich tief, dass man da so eine Tiefe bauen könnte. So. So, schauen wir mal, ob die Ressourcen genug sind. Okay, ich habe schon einen Fehler gefunden, das hier wird nicht funktionieren. Ja, das ist die Tinrest-Kiste 1, Frequenz 100, das tausche ich mal schnell aus. Kupfer, Gold, das gehört nämlich hier. Dann Kiste voll oder leer. Und dann kommt hier ein Sender. Also ein Transmitter auf die Frequenz 100 und da stimmt auch dann Frequenz nochmal stimmt, Tinrest Kiste 1, Tin Kiste, Tin drin, passt. Also ist ja Tin, hoffe ich zumindest. So, zur Zentrale, Stiegenhaus. Ich fliege jetzt halt hier mein Creative Modus hoch, Licht auch wieder, alles zentral geschalten. Hier war die alte Zentrale, hier wollte ich sie machen, die Kommandozentrale. Hier sind auch noch Beschreibungen, aber die habe ich dann verlegen müssen, weil sie zu eng wurde. Auch hier war die Fehlermeldung oder die Schadenszentrale, die hier funktionieren. Also die 4, also Kernschmelze, der aktiviert sich bei der kritischen Temperatur. Das sind im Moment 1450 Grad, also 8450 Grad, da schmilzt dann der Reaktor. Schwerer Reaktorschaden, ups. Und ja, dann mittlerer und Reaktor und also normaler Reaktorschaden. So, gehen wir jetzt mal zur Zentrale. Hier wird man erstmal ziemlich überladen mit Informationen oder mit Hebeln. Ich erkläre ganz kurz, was das alles ist. Und dann drehen wir dann das Ding raus. So, hier auch die Beschreibung dementsprechend. Hier oben die Lichter. Also wir können hier wirklich Stiegenhaus, Produktionshalle, die ist unter uns, wo die Uranzellen und die Cooling Cells gefertigt werden, also drehen wir gerade das Licht ab, hier Außenturm, den zeige ich euch dann noch. Licht im Obergeschoss, das ist hier, so alles dunkel. Und das sind die Monitore, die können wir auch halt hier abdrehen. Hier ist der Reaktor-Button, aber da ist da noch nichts drin. Hier machen wir zwei MFSU-Speicher, hier mit einer Key Sensor Location Card. Ups. Dass ich halt sehe, ob die voll oder leer werden. Das sind die letzten der Reihe, also in die leer sind, haben wir gar nichts mehr an Strom. Die kriegt man übrigens, die Sensor Location Card, falls ihr es nicht wisst, ich bin doch erst selbst drauf gekommen, die mir so Energy Sensor Kit braucht, also genau wie beim Monitor halt das Remote Sensor für die normale, also hier, für einen Reaktor. Und die hier, die auf den MFSU halten, dann kriegt ihr halt die Karte. Und dann gebt ihr die da rein.